Die PISA-Studie, sie ist das Schreckgespenst des deutschen Bildungssystems. Alle 3 Jahre kommt sie heraus und heute wieder für rund 80 Länder. Für Deutschland sind die Ergebnisse äußerst schlecht zu bewerten, weil sie einen klaren Abwärtstrend zeigt. WDR-Bildungsjournalistin Britta Mersch hat sich die Studie angeschaut. Wir sind ja im Durchschnitt und Durchschnitt, könnte man denken, ist ja erstmal nicht so schlecht. Aber das Problem ist, dass wir deutlich abgesackt sind. Also es gab ja die erste Studie, PISA 2000, da waren wir unterdurchschnittlich. Und dann ging es eigentlich immer nach oben, 10 Jahre lang. Und jetzt sieht man aber seit 10 Jahren ungefähr wieder einen deutlichen Rückgang in den Kompetenzen. Und das ist eigentlich ein Problem, was wir jetzt in PISA sehen, obwohl wir erstmal im Durchschnitt stehen. Die Zahlen aus 2022 zeigen, dass die Ergebnisse nahe am OECD-Durchschnitt liegen, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In Mathematik und Lesekompetenz rangieren wir nur knapp über Durchschnitt, in Naturwissenschaften zwar etwas besser und über dem OECD-Durchschnitt. Aber wir schaffen es nicht deutlich aus dem Mittelfeld heraus. Wir schneiden so schlecht ab wie nie zuvor. Im internationalen Vergleich zu Estland und Singapur zum Beispiel sind wir sogar weit abgehängt. Aber es sind ja auch Länder wie Estland und die Schweiz, wo man sagen kann, die sind ja vielleicht gar nicht so unterschiedlich in den Gesellschaften wie wir, aber die schaffen es trotzdem, sich zu etablieren. Und da lohnt es sich vielleicht auch mal zu schauen, was können wir von diesen Ländern lernen, damit wir Deutschland vielleicht mal perspektivisch auch voranbringen in diesen Bildungsstudien. Die Leistungen der leistungsschwachen Schüler haben sich weiter verschlechtert. Das betrifft bei Mathe fast jeden dritten Schüler, bei Lesen und bei Naturwissenschaften bei jedem vierten. Dass die Gruppe der lernschwachen Jugendlichen zugenommen hat, das ist ein Riesenproblem. Weil man muss sich das so vorstellen, diese Kinder sind nicht in der Lage, einfache Aufgaben zu lösen, also in Mathematik beim Lesen. Das heißt, sie verlieren ganz schnell den Anschluss an die Gesellschaft und haben auch dann ein Problem, später auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aus Europa holten nur die Schüler aus Estland in allen 3 Bereichen Ergebnisse, mit denen sie in der Spitzengruppe landeten. Vielleicht können wir ja von dem kleinen baltischen Land Nachhilfe bekommen.